Weißt du noch die goldenen 90er? Ottmar Hitzfeld, unser Mann. Zweimal holte er die Meisterschaft und unser Traum, der begann. 97 war es dann soweit, ganz Dortmund feierte in Schwarz-Gelb. Riedle Ricken machten Jubel breit, danach waren wir die Nummer 1 der Welt. Back in the Champions League. Fantipp TV, do21.de, heißt euch recht herzlich willkommen zum Fantipp des heutigen Spieltages. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Wir sind heute in Dortmund-Applerbeck unterwegs und wir sammeln hier in dieser Hochburg von Borussia Dortmund, sammeln wir die Tipps ein. Unsere erste Station ist heute eine Gastronomie aus den 60er Jahren schon. Das ist Zum Kamin. Da gehen wir mal rein und holen uns die tollen Tipps ab. So, und zack, bin ich auch schon hier im Zum Kamin und wer neben mir sitzt, ist klar, wir haben uns hier verabredet, Charlie Rabe. Ja, hallo Kassel. Heute du mal im großen Auftrag für Fantipp TV unterwegs. Ich ein bisschen verschnupft, wie man hört, weil ich glaube, das Dresden-Spiel, das hat mich ganz schön mitgenommen. Also ich war ziemlich, obwohl das Wetter war natürlich super, es hat alles gepasst, die Stimmung war natürlich auch großartig. Bis auf die paar Ausrasser von den Dresdern haben die Dortmunder das Ding wohl super gestemmt, denke ich mal, auch die Polizei, es war, also, denke ich mal, eine tolle Geschichte. Ja, was mache ich hier bei den Kaminborussen, ist eine Frage wahrscheinlich. Genau, das ist nämlich das Stammlokal von den Kaminborussen. Diesen Fanclub, den gibt es schon einige Zeit und wie lang genau und so weiter, das werden wir jetzt erfahren, nämlich von Claudia Blankert. Claudia Blankert ist die Geschäftsführerin von Zum Kaminborussen. Vom Zum Kamin. So. Ja, ja, Claudia, sag doch mal so ein bisschen was über erstmal Zum Kamin. Wie lange gibt es schon Zum Kamin hier in Dortmund-Applerbeck? Oh, den gibt es schon seit den 60ern und habe ich jedenfalls so gehört. Seitdem das Haus gebaut wurde, gibt es auch schon diese Gaststätte. Ich selbst bin hier seit 2005 und muss sagen, fühle mich hier richtig heimisch und ist auch schon klasse. Haben eine BVB-Kneipe rausgemacht, hat sich gut entwickelt, finde ich. Ja, ist ja nicht zu verkennen und du machst ja hier mit Sky Übertragung und so weiter, ist ja meistens bei Auswärtsspielen, ist ja volle Hütte, so wie man sieht, also sehr, sehr borussenfreundlich das Ganze hier angelehnt. Sag mal, es gibt auch einen Borussen-Fanclub bei euch. Ja, den gibt's auch, das sind die Kaminborussen. Ja. Was kann man sagen, sind da so für Mitglieder, wie viele Mitglieder habt ihr? Im Moment sind es knappe 20, ist eigentlich ein Fanclub, der aus den von den Leuten, die hier eben halt auch verkehren, die sich miteinander verstehen, untereinander verstehen, die gerne mal zusammen Party machen wollen und eben halt immer hier schön BVB gucken. Ja, ist ja wichtig, weil es ist ja nun mal logisch, dass nicht viele Auswärtsspiele live verfolgen können. Deswegen geht es natürlich hier gerne mal in die Gastronomie Zum Kamin. Hier schon allmählich fühlt sich das auch hier schon. Und ich denke mal, gleich wird hier die Post abgehen. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Immer ein heikles Spiel. Claudia, dein Tipp für das Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund? 0-4. 0-4, das ist natürlich ein Tipp und da triffst du genau die Seele von Charlie. Der tippt grundsätzlich tippt unser Charlie, nämlich immer 4-0 für Borussia Dortmund. Das okay. Ist ein Ding und man kann natürlich auch bei euch hier tippen, das weiß ich. Ja. Das ist so eine interne Geschichte und es ist immer wieder eine Fröhlichkeit, wenn da einer getroffen hat. Ich meine, sagen wir es mal so, die Knete, die er dann verdient sozusagen, die kommt sowieso wieder hier im Potti, wird draufgeschmissen, wird gefeiert, wenn Borussia Dortmund gewinnt. Dein Tipp also 4-0 für Borussia Dortmund. Deine Gastronomie Zum Kamin, hier wird es gleich mächtig voll und ich hoffe, dass wir heute auch einen Sieg erleben werden. Danke, Claudia Blankert. Ich bin da stark von aus. Dankeschön. Bitte. 4-2 für Borussia Dortmund. Ja, yeah, genau. And you're English? I'm English, yeah. Where do you come from? Southampton. Southampton. Are you here in Germany or are you living there? I live in Spain. In Spain? And what's the reason there for why you're here? Working. Working? Mm-hmm. Working and watching. Yeah. You like Borussia Dortmund? Yes, good team. Yeah? Good team, yeah. What's your favorite team in England? Man U. Okay. Ja, also ich tippe jetzt heute mal wieder natürlich außer Konkurrenz 0-4 für Dortmund. So, hier am Tresen schmeckt es normalerweise immer ziemlich lecker. Die Fans sind schon richtig nervös, wie das Spiel gleich losgehen wird. Hier eine, ja,
ein Kulttyp, kann man sagen. Er kommt aus Dortmund-Hörde, ist immer wieder Gast in Ablabek. Sein Name, sein Spitzname, Mau Mau. Mau Mau, dein Tipp für heute? 2-0 für Dortmund. Das ist prima, dankeschön. Dein Tipp für heute? Mein Tipp ist 4-1 und Ihr Tipp? Ja, ich halte mich immer da raus aus der Nummer. Das ist der Hansi. Hansi, dein Tipp für heute? 2-1 für Dortmund. 2-1, das ist auch sein Kult-Tipp. Und hier vorne nehmen wir auch noch den Tipp ganz kurz mit. Ich sage 1-1. Der geht doch gar nicht. Das geht hier gar nicht. Man darf doch mal Zetten sagen. Leg mal noch da hin. Übrigens vergessen. Wo bist du da? 1-3. Prima. Dein Tipp? 3-0. Ja, von Charlie kann ich mich jetzt erstmal verabschieden. Der Charlie wird das Spiel hier im Zum Kamin gucken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Sag mal, was hast du denn da für eine komische Röhre? Was ist das? Riecht gut, ne? Ist Cappuccino. Ist übrigens eine ganz, ganz neue Geschichte. Ist eine Elektronik-Zigarette. Man dampft nur noch, man raucht nicht mehr. Eine ganz tolle Geschichte werden wir in der nächsten Woche von hören. Denn do21.de macht ein Special genau über diese neuartige Zigarette, eine Elektro-Zigarette. Ja, ich glaube, so viel sollte man auch nicht jetzt verraten. Lass gut sein, dann stellen wir dir. Ja, ich habe noch ein bisschen was zu tun, gib mal Gas. Ich habe auch schon ein paar Bierchen weg und Leute einen lustigen Nachmittag feiern. Vielleicht trinke ich mir auch gleich noch irgendwas, damit mein Schnupfen weg wird, so ein bisschen mit Schuss. Alles klar, viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Fenty-Porto und ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss an Charlie Rabe. Ja, tschüss. So, unsere nächste Station wird sein die St. Georgsklause, auch ein Kult an Gastronomie, wo Borussia Dortmund immer wieder übertragen wird, ob Heim- oder Auswärtsspiele. Wir gehen einfach mal Richtung St. Georgskirche. Heißt gar nicht St. Georgsklause, sondern Georgsklause. So, und mittlerweile sind wir eingetroffen vor der Georgsklause. Und genau dahinter, da ist nämlich die St. Georgskirche. Und die gucken wir uns als erstes an und dann gehen wir gleich in den schnuckeligen Laden erstmal rein. Tja, sollte man jetzt sagen, das ist das Wahrzeichen von Ablabek. Jedenfalls schon sehr, sehr alt, 1150 etwa erbaut und man sieht es hier, gotischer Baustil und schon mit Romanik vermischt. Ja, einfach nur genial. Und wenn man dann noch die alten Grabsteine sieht, zu meiner Rechten hier vorne, dann weiß man, hier ist schon Geschichte geschrieben worden. Hier haben sich schon einige hingelegt. Die haben sich schon einige niedergelassen. So, und ab in die Klause, sagt man hier. So, und da sind wir in der Georgsklause. Und jetzt wollen wir erstmal die ganzen Fan-Tipps hier reinholen. So, wie gesagt, heute in der Georgsklause. Und jetzt gehe ich mal direkt so an den Tresen. Hintern Tresen darf man ja, wie ich es ja ganz genau. Hier ist immer eine Strafrunde so, aber zumindest an der Seite. So, Georgsklause. Ja. Wie lange gibt es euch? Wie lange gibt es dich? Erstmal, am besten stellst du dich mal den Zuschauern vor. Hallo, ich bin die Tammy. Arbeite schon seit 4,5 Jahren hier, aber übernommen habe ich es etwas über ein Jahr. Oder vor über einem Jahr. Genau, viele BVB-Fans hier in Ablabek, das ist ja so quasi so die Hochburg von Ablabek, was Borussia angeht. Ihr habt einen riesigen Saal, riesige Leinwand. Noch ist es ja, ziemlich ruhig, überschaubar, aber es wird gleich mächtig voll. Ja. Habt ihr auch einen Fanclub hier? Ja, auf jeden Fall. Ja? Der ja. Stammtisch, ganz heiß. Zweiter Stammtisch, ganz heiß. Ja. Tammy, dann dein Fan-Tipp für heute. Borussia Dortmund heute in Stuttgart. Was ist dein Tipp? 2-1. Für? Borussia. Ich sage 2-2. 3-1 für Borussia. 3-1 für Dortmund natürlich. Jetzt haben wir auch noch so ein kleines Maskottchen. Aber das Maskottchen heißt wie? Emma. Und wie heißt du? Silke. Silke. Silke, sag mir mal so 2-3 Sätzen über die Georgsklause. Ist ein tolles Arbeiten, ein geiles Team. Es ist saugeil, hier zu arbeiten. Kann ich mir vorstellen. Hier ist ja immer mächtig Stimmung. Ja. Wenn Borussia Dortmund in erster Linie auswärts spielt, auch bei Heimspielen habt ihr hier gefühlt und ihr habt auch ein super tolles Publikum gemischt. Was würdest du sagen, so vom Altersdurchschnitt? Von 18 bis 80. 18 bis 80 und die tanzen meistens hier auf die Tische. Richtig. Wenn Borussia gewinnt. Richtig. Was ist dein Tipp für heute? 4-1.
So, Georgsklause, und das ist hier im Prinzip der heilige Saal, wo hier die Fußballspiele von Borussia Dortmund übertragen werden. Ich habe die große Ehre, hier schon mal vorab reinzuschnuppern. All dieweil, das Ding, das bleibt immer erst so ein bisschen geschlossen. Und wenn die Tore sich öffnen, dann strömen die Leute meistens hier rein. Alles besetzt und meistens eine Mörder-Mega-Stimmung. 3-1. Danke. 2-1. Knapper Sieg. Knapper Sieg für? Dortmund. Ja, Logo. Danke. Der Tipp? 2-1. Ich werde wahrscheinlich auch ein 2-1 tippen für Dortmund. Hatte erst ein 1-1 stehen, aber ich denke mal, ach, 5. Sieg in Folge, oben dran zu bleiben. Die hauen wir weg heute. Machen wir. Wäre schön. Du gehst öfter hier in die Georgsklause, ist das so? Dann? Ja, ab und wann mal, ja. Ja, und bis, was, ja, was ja, hältst du? Ja, super, klasse. Prima. Ja. Danke. Dein Tipp für heute? Ich hoffe natürlich, dass Dortmund gewinnt, aber ich habe so ein mieses Bauchgefühl und habe heute mal 2-2 getippt. Dortmund 3 und Stuttgart 0. Okay, was sagt 3-1. Unsere letzte Anlaufstation am heutigen Tag hier in Aplerbeck, das ist die Bauernstube. Natürlich fanfreundlich, logischerweise. Und hier wird auch Borussia Dortmund übertragen. Hier wollen wir uns auch die nächsten Fan-Tipps abholen. Kommt mit! So, heute zu Gast in der Bauernstube, und Bauernstube, das heißt, hier gibt es auch eine Besitzerin, und das ist Oja. Oja, sag mal ein bisschen was zu der Bauernstube. Wie lange gibt es euch, wie lange gibt es dich schon hier in Aplerbeck? Also Bauernstube gibt es schon ganz schön lange, ne? Wahrscheinlich 40 Jahre, und ich bin schon seit 3 Jahren jetzt hier drin. Seit 3 Jahren, und ich sag mal so, du hast ein tolles Publikum, denke ich. Ja, sehr nett. Also meine Stammgäste. Unheimlich. Alles schwarz-gelb heute sowieso. Schwarz-gelb, ja, auf jeden Fall. Man merkt, es wird jetzt auch allmählich richtig voll. Wir sind ungefähr eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Ja. Wir sammeln hier mal so ein paar Tipps ein von deinen Gästen, wie heute Borussia Dortmund spielt. Jetzt mal meine Frage an dich. Borussia Dortmund spielt heute in Stuttgart. Ja. Was ist dein Tipp für heute? 3-2. 3-2 für? Dortmund. Natürlich, ist ja ganz klar. So, und last but not least, hier gibt es nicht nur Fußballfans, sondern hier gibt es auch Dartfans. Ihr habt einen Dartverein. Ja, sag ein bisschen was zu den Dart-Leuten. Ja, ich habe 3 Vereine, Dartvereine und einen Stilverein, Stildart, haben wir auch hier. Ja, ganz gut, ich bin ganz zufrieden. Also alle nette Gäste, nette Leute, junge Leute. Und das Schöne ist ja, ihr habt immer schön lange auf. Das muss man mal betonen, das hier. Ja, das heißt, die Anlaufstation, wenn die Leute beispielsweise vom Spiel kommen, dann können sie auch mal zu späterer Zeit können sie einkehren, um hier so ein leckeres Bier zu trinken und in angenehmer Gesellschaft. Auf jeden Fall, ich freue mich dann immer auf. Ja, die Längste, die ein bisschen auf hat, ne? Spät. Ich mache spät auf, aber früh zu, sagen wir mal. Prima. Und das war Oja von der Bauernstube. So, und jetzt haben wir auch Ojas Tochter vor der Kamera. Dein Name ist? Gisem. Wie? Gisem. Gisem. Ja. Gisem. Gisem ist auch ein absoluter Fußballfan, wie man weiß. Nichtsdestotrotz, dein Tipp für heute. Borussia Dortmund spielt in Stuttgart. Was glaubst du, wie Borussia spielt? 3-1. Für Borussia Dortmund? Ja. Wir gewinnen 3-1. Dein Tipp? Ja, 2-1 wird auch reichen. 3-1 für Dortmund. 2-1 für Stuttgart. Da haben wir endlich mal so einen Gegentipper. Okay, also sein Gesicht wird gemerkt, das wird eingerahmt. So, und hier vorne mal den Tipp. 3-1 für Dortmund. 2-1 für Dortmund. 2-1 für Dortmund. Ich sage 2-0. 2-2. So, und ich habe hier beispielsweise in der Bauernstube, es wurde gerade über Daten gesprochen, hier haben wir jemand da, das ist für mich einer der besten Spieler überhaupt von der Bauernstube. Und stellt sich ganz kurz mal vor. Ja, ich heiße Markus, bin 44 Jahre alt und komme hier aus Dortmund. Und du spielst Dart, hier erfolgreich? Ja, mehr oder weniger. Gut, ich bin großer Fan von dir, wie du weißt. Ich sammle heute hier die Tipps ein in der Bauernstube. Sag mal was zu deinem Tipp. 2-0 für Dortmund. Gut, und du? 2-1. 3-1 für Dortmund. Dankeschön. Dein Tipp? Ja, 2-1 für Stuttgart. Was sagst du zu den Ausschreitungen beim letzten Spiel gegen Dresden? Brauchen wir sowas? Nee, gar nicht. Also ich fand schon, wo das Spiel angepfiffen worden ist, ne, also hätte alles nicht sein müssen. Ne? 3-0. Dein Tipp? Auch 3-0. So, unsere letzte Anlaufstation haben wir auch hinter uns gebracht. Die Fan-Tipps sind eingesammelt. Mal gucken, wer da wirklich richtig gelegen hat, werden wir sehen. Ich darf mich verabschieden, und Charlie hat sich schon gerade verabschiedet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
und wir sehen uns spätestens am Dienstag zum nächsten Fantip TV, powered by do21.de. Weißt du noch die goldenen 90er? Ottmar Hitzfeld, unser Mann. Zweimal holte er die Meisterschaft und unser Traum, der begann. 97 war es dann soweit, ganz Dortmund feierte in Schwarz-Gelb. Riele Ricken machten Jubel breit, danach waren wir die Nummer 1 der Welt. Back in the Champions League. Fantip TV, Do 91, ach.